Hallo Leute und willkommen wieder zurück zu Pokémon X hier in Illumina City. Ja, im letzten Part war ich ja noch in Fluxia City und habe dort meinen 7. Arena-Orden gewonnen. Aber als ich dann aus der Arena raus bin, hat sich plötzlich Flordelis per Hololog gemeldet und der hat irgendwas richtig Übles verkündet, so von wegen, ja, er hat jetzt die ultimative Waffe fertiggestellt und jetzt wird irgendwie jeder ausgelöscht, der nicht Team Flea angehört. Also ich glaube, der liebe Flordelis ist ein bisschen größenwahnsinnig, aber nur ein bisschen, ne? Und ja, ihr seht schon, mein Held trägt eine andere Jacke, die habe ich mir nämlich auch noch in Fluxia City in so einer Boutique gekauft. War gar nicht mal so teuer, nur 15.000 Pokédollar, sieht doch ganz schick aus und ja. Sirene hat dann halt so gemeint, wir haben Flordelis zum ersten Mal in Illumina City getroffen, vielleicht finden wir da einen Hinweis auf ihr Geheimversteck. Und ja, deswegen bin ich jetzt auch wieder hier. Und wisst ihr was, ich glaube, diese Sonnenbrille, die werde ich jetzt auch mal abnehmen, also gehe ich nochmal kurz hier rein. Weiß nicht, die Sonnenbrille, die gefällt mir jetzt auch nicht mehr so wirklich. Deswegen werde ich die einfach wegnehmen. So, hier unten. Flügelsonnenbrille weg damit und umziehen. Na, sieht doch immer noch richtig super sexy aus, nicht wahr? Okay. Ja, gefällt mir schon irgendwie besser. Ohne diese nervige Sonnenbrille und ja, okay. Ja, ganz spontan fällt mir eigentlich nur ein Ort ein, wo ich Hinweise auf ein Geheimversteck von Team Flea finden könnte, und das wäre das Café Flordelis. Und weil hier so ein Taxi steht, ich eh noch nie damit gefahren bin, werde ich das mal ausnahmsweise mal machen. Ich habe eh genug Geld, um mir die Fahrt zu leisten. Willkommen beim Illumina Taxi. Der Grundpreis für eine Fahrt beträgt 710 Pokédollar. Steigst ein? Ja. Welche Art von Ziel schwebt diese vor? Cafés. Aha, und was ist der genaue Zielpunkt? Das wäre das Bistro Flordelis. Das Bistro Flordelis? Ich erinnere mich dunkel an dieses Bistro. Liegt in der Nähe des Place Rose, glaube ich. Ganz sicher? Jo. Gut, dann schnalle ich an, es geht los. Da wären wir, das Bistro Flordelis. Mal sehen, das macht 1500 Pokédollar. Pass gut auf dich auf. So, und schon bin ich da. Einfach mal hier so direkt vor dem Bistro. Und aha, was macht die dumme Kuh denn hier? Ein Café so rot und schick wie wir. Dort erörtern wir die erforderlichen Maßnahmen, um unseren Traum von einem wunschlos glücklichen Zukunft in die Tat umsetzen zu können. Das bittere schwarze Elixier namens Espressis ist das Öl, das unseren Motor schmiert. Ja, ist klar. Okay. Na dann. Oh. Verdächtige Musik und sonst keine Gäste da. Was ist hier los? Heute solltest du besser das Weite suchen, sonst gibt's Ärger. Eine Rauswung von Team Flea-Rüpel. Was zur Hölle? Wer hat sich als Kellner verkleidet? Und er hat einen Iro-Keks. Ist ja fiese. So sehen die also mal ohne ihre rote Kleidung aus. Interessant. Okay. So, na warte, ich bin 10 Level stärker als du, also Surfer! Fassade. Das lässt mich aber kalt. So, nochmal Surfer no Jutsu und weg bist du. Tja, ja, 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 ja. So schnell kann's gehen. Ohne die rote Uniform von Team Flea fehlt einfach das gewisse Etwas. Oh nein, er findet noch heraus, dass die Losungsworte für die Geheimtür hier im Café Sesam öffentlich sind. Aha, es gibt also eine Geheimtür. Tja, fragt sich nur wo. So, lass mich raten, du hier vorne bist doch bestimmt auch von Team Flea, nicht wahr? Mach dich am besten wieder aus dem Staub, sonst könnte es heute ungemütlich für dich werden. Na, was habe ich gesagt? Eine Ausnahme von Team Flea-Rüppel. Die sieht gar nicht mal so übel aus. Und sie hat ein Kleoparda. So, Kaiutsu, du kümmerst dich drum. Wasserversteck, Surferattacke und spül es weg. Oh, das war ja total erbärmlich.
Und Lucario, Level 49, das ist ganz und gar nicht erbärmlich. Chef Romalek, Level 42, ist auch super. Ich gewonnen. War ich nun ein Mitglied von Team Flair oder bloß eine Serviererin? Wenn das so weitergeht, stolpert er noch über die geheime Geheimtür, die zum Labor führt. Okay, na wenn du dann schon so verdächtig hier neben diesem Regal stehst, ist das vielleicht die Geheimtür? Hier, ist das die Geheimtür? Ah, das verdächtige Möbelstück war in Wirklichkeit eine Geheimtür. Alex sagt die Losungsworte vor der Tür. Sesam, öffne dich! Ist ja geil. Tja, dann nichts wie rein, würde ich sagen. Labor von Flor Delis. Willkommen. Die Welt ist an einem toten Punkt angelangt. Es ist unmöglich, alles Leben zu retten. Nur die Auserwählten werden die Fahrkarte in die Zukunft in den Händen halten. Willst du auch eine dieser Fahrkarten lösen oder willst du mich aufhalten? Gib mir deine Antwort im Kampf. Eine Herausforderung von Team Flair Flor Delis. Oh mein Gott. Da hat ein Lin Fu. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich gegen ihn kämpfen muss. Naja, mal sehen, was er drauf hat. So, das war doch ein Kampf-Pokémon auch. Also Sondersensor. Voll in die Fresse. Das war ja wohl nichts. So, du wirst doch hoffentlich was Besseres zu bieten haben. Zum Beispiel ein... ein Garados. Okay. Mit Rohr von Garados wirkt. Herr Fiesmann. So, da hätte ich jetzt eigentlich nur das Katapulten-Elektro-Pokémon, wäre halt geil, weil es hat eine vielfache Elektroschwäche, aber egal. Katapult! Oh, das tut auch ganz schön weh, es ist ja Wasserflug und, Volltreffer auch noch. Wurde davon gestartet, ist er abgestürzt. Wutanfall, oh oh. Ganz schön stark. Das ist ja auch eine der stärksten Drachenattacken, die es gibt. So, nochmal, Katapult! In your face! So, sehr effektiv, es ist immer noch da. Ja, noch ein Wutanfall. Nein! Oh! Ha, ha, ha. Und jetzt ist es verwirrt. So, nochmal, Katapult. Und sagt Tschüss! So, was jetzt? Ein Pyroleo. Okay. Nee, da werde ich auch nicht wechseln. So, aber zur Sicherheit nehme ich jetzt hier mal einen Hypertrank für mein armes Kaiutsu. So. So schnell wirst du mein Kaiutsu nicht besiegen. Niemals. Ja, schon besser. Und was macht das? Schallwelle. Wow. Volltreffer ist ja fies, ey. Das ist auch eine ziemlich starke Attacke. Na warte. Surfer! Tja, das war's für dich. Obwohl du ein cooles Pokémon bist, wie ich finde. So, gibt's erstmal ein Level-Up für Kaiutsu. Level 57. Und Kluagrecht Level 49. Und Monogoras Level 44. So, als letztes noch ein Kramurx. Okay. Ja, das kann alles Kaiutsu platt machen. Alles kein Problem. So, Katapult bitteschön. Voll auf den Schnabel gefallen. So, was macht es? Aeroas. Oh, das ist jetzt aber nicht sehr stark. So, nochmal Katapult. Und das war's. Ich hab gewonnen. Nur mit meinem Kaiutsu. Es ist halt awesome. Es ist einfach geil. Wahrhaftig, tief in deinem Herzen lodert die Flamme der Überzeugung. Du und dein Pokémon-Team, ihr meint es also ernst. Vorzüglich, ganz vorzüglich. Du bist hier, um mich aufzuhalten, doch hör mir zu. Einst hatte ich vor, mit dem Profit meines Labors die Menschheit, ja die ganze Welt zu retten. Aber meine Mühen waren vergebens, die Welt ist einfach zu groß.
Ein einzelner Mensch wie ich könnte die Menschheit niemals zur Vernunft bringen, also fasste ich den Entschluss, meine Ziele mit Gewalt durchzusetzen. Ich erwarte nicht, dass du jemals verstehst, was ich denke und was mich antreibt. Versuche ruhig, die ultimative Waffe aufzuhalten, doch dafür wirst du unser Labor erforschen und gegen alle hier kämpfen müssen. Einer der Wissenschaftler von Team Flair hat den Liftschlüssel. Alles und jeden retten zu wollen, dieser völlig unrealistische Wunsch ist es, der die Welt so peinigt. Okay, ich habe ihn zwar besiegt, aber es scheint ihn nicht unbedingt gestört zu haben, weil er hat sich jetzt einfach mal verkrümelt, okay. Na gut, dann wer auch immer mich hier aufhalten will, das könnt ihr voll vergessen, so. Hey, das kommt mir ja bekannt vor, das ist wie in Team Rockets Geheimversteck in, ihr wisst schon, in Prismania City, damals in Feuerrot und Blattgrün. Gab's auch solche Pfeilfälle, die mich hier so weiterwirbeln. Wow, na klar. Was soll das denn jetzt? Ich glaube, ich muss sogar hier an der hier vorbei. Das Waffel erfasst dich und schwupps, bist du weg. Du bist auch gleich weg, Birch. Was bist du für eine? Ach, eine mit einem Schluckwächt. Gott, ist das hässlich. Aber trotzdem, mein Name ist Koyutsu schon wieder. So, nochmal. Hypertrank. Ich will nur für Chancengleichheit sorgen. So, was macht es? Orta. Voll die unnötige Attacke, auch wenn die Verteidigung der Spezialverteidigung steigt. Das interessiert mich hier nicht. Sondersensor. So. Was jetzt? Ah, das konnte nicht mal angreifen. Tja, nochmal Sondersensor und tschüss. Peinlich. Und Logarith Level 58, das ist ganz gar nicht peinlich. Und da fällt sie voll auf den Arsch. Ja, kämpfen liegt mir eigentlich ja gar nicht so. Zuweilen bin ich auch schon mit Atmen überfordert. Oh mein Gott. Abfälle transportieren freut wie Leid. So sieht's wohl aus. Okay, Teleportation. Oh. Hey, wen haben wir denn hier? Das ist ja eine von den Wissenschaftlerinnen. Hahaha, wenn das nicht mal der faszinierende Trainer von Carlos Kraftwerk ist. So trifft man sich also wieder, genau wie ich es gesagt hatte. Eine Herausforderung von Team Flair Aliana. Und sie hat einen Magnalien. Das ist ja lächerlich. So komm, ich will nicht ständig mit Kaiju kämpfen. Das würde für euch auch irgendwie langweilig, oder? Schon. Deswegen tauschen auf Lucario. Weil Lucario ist sowieso eines meiner allerliebsten Pokémon überhaupt. Also von allen Generationen so ist das eines meiner liebsten Pokémon. Itemsperre. Und wir tragen doch so... Achso, Moment mal. Kann keine Items einsetzen. Heißt das, es kann... Doch, die Mega-Entwicklung kann es schon, also ich glaube, das wäre irgendwas, wenn es eine Beere oder so trägt, aber ich glaube kaum, dass ich mich hier jetzt um die Mega-Entwicklung bemühen müsste, auch wenn es ja geil aussieht, nicht wahr? Ich glaube, die normale Aurasphäre wird das auch so besiegen, also. Tiefschlag. Ja, das war ja voll schwach. So, ich zeig dir mal eine richtige Attacke hier, Aurasphäre! Voll ins Gesicht. Alter, ey, mit einem Schlag K.O. Der Lucario ist halt richtig stark. Und dann hat sie noch ein Chardrago. Das ist ja ein Drachen-Pokémon. Da nehme ich jetzt ausnahmsweise mal, weil ich einfach viel zu selten bis gar nicht damit gekämpft habe, Monagoras. So, Lucario kommt zurück. Los, Monagoras! Yeah, der fette T-Rex hier. So. Naja, und wisst ihr, was mir auch viel zu spät aufgefallen ist und worauf mich auch jemand in den Kommentaren hingewiesen hat? Mein Monagoras beherrscht ja den Knirscher und das ist eine Unlichtattacke und ich Trottel
habe das nicht bedacht im letzten Arena-Kampf, wo es ja Psycho-Pokémon gab. Das heißt, ich hätte ruhig mit Monagoras kämpfen können, aber ich habe leider voll drauf vergessen. Aber wenigstens kann der Monagoras auch die Drachenklaue. So, in your face. Knapp überlebt. Das kann auch die Drachenklaue. Oh! Ha, habe ich aber auch überlebt. So, und gleich nochmal. Drachenklaue. Oh yeah, eine der stärksten Drachenattacken. Und Chefraum mit Level 43, auch nicht schlecht. Du bist mir aber ein interessanter Trainer und augenscheinlich weit nützlicher als die Rüpe. Den Schlüssel habe ich zwar nicht, aber ich lasse dich trotzdem vorbei. Doch welches Wapfel ist es wohl? Welches Wapfel willst du nehmen? Ich weiß nicht. Wie wär's mal mit dem Gelben? Das sieht so verdächtig aus. Aha. Oh. Okay. Das Gelbe bringt mich einfach wieder hierhin zurück. Na, ganz toll. Okay, dann nochmal. Teleportation. Dann nehme ich halt das Grüne, wenn du schon so komisch davor stehst. Okay, muss ich immer merken, also der gelbe Wapfel, den bringe ich einfach immer wieder zurück zum Anfang. Alter, da geht mir voll den Drehwurm. Hilfe, da wird einem ja übel. So, Moment mal, wie komme ich denn jetzt hier an dieses eine... Warte mal, der dreht sich gerade voll in so einem Kreis, voll der Depp. Aber egal, ich kämpfe trotzdem gegen dich. Wenn ich gegen dich ordentlich auf den Putz haue, lobt mich der Vorstand bestimmt auch mal. Oder vielleicht wirst du auch einfach gefeuert. So, der macht ja dieselben Pokémon, schluck weg. Das ist so billig. Und so, ja, ich weiß, ich sag das oft, aber ich meine, was soll das für ein Pokémon sein? Das ist, ich meine, von der Spezies her im Pokédex steht, das ist ein Magen-Pokémon. Ich meine, das ist ja wirklich zum Kotzen. Einfach nur hässlich. Es tut mir leid für alle Schluckweg-Fans, aber ich finde dieses Pokémon nicht gerade hübsch. So, Säurespieler. Alter. Voll das Säureattentat, das sollte verboten werden. Na warte. Spüle ich dich eben hinweg. So, Surfer, spür die Welle. Die Welle ist über zu hart für dich. So, und das jetzt noch ein Kleopatra schon wieder. Komm, wechseln auf Logosch. Soll auch mal wieder in Aktion treten. Doppelkick. Eins. Oh, dort ein Kick ausgereicht. Tja. Es wäre trotzdem cool, wenn Logok bald mal eine stärkere Kampfattacke lernen würde. Und Lucario erreicht Level 50 und Monagoras ist Level 45. Ja, verflixt, schließ dich uns an. Das kannst du voll vergessen, Kumpel. Wie bescheuert hältst du mich? Ich werde mich doch nicht Team Flair anschließen, ernsthaft? Oh, verdammt, da geht's wieder so zurück. Ich will dieses Item da unten haben, aber das kriege ich wohl nur über ein Wapfeld. Fies, Mann. Oder? Oder kriege ich das so? Hui. Nee, das kriegt man ja wirklich nur über ein Wapfeld. Voll fies. Wo geht's denn hier eigentlich hin? Aha. Irgendwelche Quartiere? So, wollen die jetzt kämpfen, wenn die mich sehen? Nee, die wollen gar nicht kämpfen. Und ich habe einen Beleber gefunden. Cool. So kann ich mich eigentlich... Das ist ein kuschelweiches Bein, möchte so ein bisschen aus. Ja, natürlich stehen hier nur zwei Team Flair-Rüppel herum. Na, pennen wir mal eine Runde. Sehr praktisch. Alex und sein Pokémon-Team fühlt sich ausgeruht und fit. Und ihr konntet nichts dagegen machen. Ja, ich kann mich so voll so hinsetzen. Die tun überhaupt nichts. Tja, was wollt ihr machen, ne? Ich gehe wieder. Gut, sehr praktisch, dass ich mich hier heilen konnte. Musste ich keine Tränke verschwenden. Was ist eigentlich mit dir, du Depp? Jetzt wird gepflegt gekämpft. Meinetwegen kann ich auch ganz ungepflegt kämpfen. Ist mir völlig egal. Ach, kommt schon, Leute. Könnt ihr euch nicht mal andere Pokémon aussuchen? Es gibt über 700 mittlerweile und euch fällt nichts Besseres ein, als immer dieselben zu verwenden. Das ist so lame.
Da macht das Kämpfen fast keinen Spaß mehr hier. So, Surfer und weg vom Fenster. So, und jetzt schon wieder einmal knallen. Okay, wir wechseln wieder mal auf Lucario. Aurasphäre und sagt Tschüss, Kumpel. So schnell kann's gehen. Die Macht der Aura ist einfach unglaublich. Kultur ist Level 58, das ist... ja, vorhersehbar. Gepflegte Trauer ist jetzt angesagt, na dann hol doch mal eine Runde. So, jetzt kann ich mal hier so vorbei. Okay, da steht wieder so eine blöde Kuh. Na gut, komm mal her. Ich werde dich gehörig umherwirbeln. Na, das wollen wir doch mal sehen. So, und was hast du zu bieten? Ein Hundemon. Oh, schon lange nicht mehr gesehen. Okay, Surfer. Das ist ja lächerlich. Wir haben ja absolut keine Chance, diese Flaschen. So, Toxiquark. Das war doch, glaube ich, Giftkampf. Vorahnung von Toxiquark. Ja, Toxiquark erschaudert. Na dann, erschaudere vor dem Sondersensor. Voll ins Gesicht geschissen. Und Logar ist Level 59. Und... Himmelhieb versucht es zu lernen. Gerade davon geredet, dass es mal eine stärkere Kampfattacke lernen soll. Der Himmelhieb. So, Stärke 85, Genauigkeit 90. Kinnhaken, der das Ziel gen Himmel schickt. Na bitte, statt dem Doppelkick. Vergessen. So, 1, 2 und schwupp. Logar hat Doppelkick vergessen und Logar lernt Himmelhieb. Und Logar ist noch Level 50. Diese Niederlage juckt mich nicht, auf mich wartet eine Welt der Schönheit. Ja, in deinen Träumen vielleicht, Hübsche, in deinen Träumen. Wohl hübsch ist die nicht, oh Gott, was habe ich gesagt? Nein! Vergesst, was ich gesagt habe. Da lang oder hier lang? Ich gehe mal noch hier unten. Okay, das ist schon mal Fail. Wow. Alter, geht's noch? Da kriegt man ja voll den Drehwurm. Okay, dann nach hier. Ja, muss man ja direkt kotzen. Alter, kotze voll im Kreis hier so. Ja, ist ja mal gut, jetzt ist ja mal gut. Holy shit. Die guckt so. Hä, wo kommt denn der jetzt gerade her? Du hast vielleicht Nerven. Bist du wirklich bereit für diesen Kampf? Na ja, klar doch. Flair. Halt doch die Klappe. Meine Güte. Doch alle eine Vollmeise hier. So, ein Voltaire, so jetzt habe ich aber Angst. Mein Voltaire, so kann eine Mega-Entwicklung durchführen, aber das hier bestimmt nicht. Wie wäre es mit Chevron? Das kann ja die Dampfwalze. So, hey, cool, die sind auf demselben Level. So, Chevron. Ist nämlich auch Level 43. So, was machst du? Brüller. Hey! Nein! Arschloch! Was soll das denn? Jetzt wieder Kaijutsu da. Nein! Mann, ich wollte Chevron, verdammt nochmal. Was machst du, Brüller, du Mistvieh? So. Nee, so geht's ja mal wirklich nicht. Chevron, verdammt nochmal. So. Na, schon wieder. Jetzt sag mal, willst du mich verarschen oder was? Hey! Okay, gut. Und dann fick dich doch ins Knie, verdammt nochmal hier. Verpiss dich. Was macht die dumme Kuh zweimal Brüller hintereinander? Ist die doof? Das sieht mir ganz danach aus. Ernsthaft? So, Chevron wird Level 45. Unglaublich. So, Hirokex. Ja komm, dann lassen wir nochmal die Level da draußen hier. So, ich meine... ich weiß ja nicht. Dumm oder so? Sehr sogar, hä? Würde ich schon meinen. Und Knirscher.
Wie kann man eine Unlichtattacke gegen ein Unlicht-Pokémon einsetzen? Das ist total dumm. So, Katapult in your Fresse. Voll auf den Boden gedrückt und Volltreffer und das war's für dich. Flair, Flair, Flair! Halt doch die Fresse, verdammt nochmal. Wie kann man da zweimal Brüller hintereinander einsetzen? Das ist voll fies. Ich wollte mit Chevron kämpfen und ja. Moment mal, wo geht's denn hier hinten hin? Oh! Die nächsten zwei. Leute, na, es wäre jetzt eine gute Zeit, hier den Part zu beenden. Und im nächsten gibt's wohl wieder einen Doppelkampf gegen die Grünhaarige und die Violetthaarige. Also, ich habe mir jetzt den Namen von denen nicht so ganz gemerkt, aber ist mir eigentlich auch egal, wie die heißen. Ich mach's ja trotzdem fertig im nächsten Part. Also, danke wieder fürs Zugucken und im nächsten Part wird's dann hoffentlich so richtig schön spannend. Vielleicht können wir Team Flair da sogar schon für immer zerschlagen, wer weiß. Also, bis zum nächsten Mal bei Pokémon X. Macht's gut, Leute, und danke fürs Zugucken. Tschüss!